Herzlich willkommen in Israel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch heute haben wir wieder Neues und Wissenswertes aus dem Land der Bibel für Sie. Rund um Israel toben Revolutionen und Bürgerkriege, Volksaufstände und blutige Auseinandersetzungen zwischen Muslimen verschiedener Glaubensrichtungen. Israel erscheint da trotz aller Spannungen und Gefahren wie das Auge des Hurrikans. Gott schenkt Israel Ruhe inmitten dieser turbulenten Region. In der Bibel verspricht Gott seinem Volk, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. In unserer heutigen Sendung geht es um Zeichen der Hoffnung mitten im Leid. Hier der Überblick. Israelische Ärzte retten schwer krankes Palästinenserkind. Der Holocaust als Comic, was sich Karikaturist Michel Kishka dabei dachte. Sehenswert, nächtliches Lichterspektakel am Jerusalemer Davidsturm. Ludwig Schneiders biblischer Kommentar über Bücher. Zunächst aber ein Blick auf die wichtigsten aktuellen Meldungen rund um das Heilige Land. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Sanktionen gegen die iranische Atompolitik als offenbar zielführend bewertet. Die Sanktionen gegen den Iran seien wirksam, stark und kurz davor, ihr Ziel zu erreichen. Das sagte der Regierungschef bei einer Kabinettssitzung. Deshalb dürfen die Sanktionen nicht gelockert werden, bis der Iran aufhört, Uran anzureichern. Laut einer neuen Umfrage befürwortet eine Mehrheit der Israelis einen alleinigen Militärschlag gegen den Iran, sofern die Urananreicherung nicht gestoppt wird. Es gibt keine israelische Staatsbürgerschaft, sondern nur Juden, Araber, Christen oder Drusen. Das hat das höchste israelische Gericht in Jerusalem entschieden. Damit lehnte das Gericht einen Antrag von 21 israelischen Aktivisten ab. Diese forderten, dass in ihren Ausweisen unter Nationalität nicht mehr jüdisch, sondern Israeli stehen soll. Die Aktivisten argumentieren, Gleichbehandlung sei nicht möglich, wenn die Religion klar erkennbar im Ausweis steht. Etwa ein Viertel der Bevölkerung Israels sind nicht Juden. Ministerpräsident Netanyahu machte deutlich, Israel sei ein jüdischer und demokratischer Staat. Juden und Nichtjuden seien gleich und hätten die gleichen Rechte. Bei einem Angriff auf eine israelische Siedlung bei Ramallah ist ein 9-jähriges Mädchen verletzt worden. Ein mutmaßlicher palästinensischer Terrorist gelang durch ein Loch im Sicherheitszaun in die Siedlung. Er griff ein Mädchen beim Spielen im elterlichen Garten an. Durch die Schreie des Mädchens aufgeschreckt floh der Mann. Im Krankenhaus wurde bei dem Kind eine Stichwunde festgestellt. Das Mädchen befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wenn sich die Befürchtungen der Sicherheitskräfte bestätigen, handelt es sich bei dieser Attacke um die dritte innerhalb weniger Wochen gegen jüdische Israelis im sogenannten Westjordanland. Ein Kommandant der iranischen Cyberwar-Einheit, die im Verdacht steht, Internetangriffe auf westliche Staaten verübt zu haben, ist offenbar ermordet worden. Seine Leiche wurde mit zwei Kugeln im Herzen nahe einem Waldstück nordwestlich von Teheran gefunden. Sein Tod heizt Spekulationen an. Seit 2007 wurden im Iran bereits 5 Wissenschaftler ermordet, die für das iranische Atom- oder Rüstungsprogramm gearbeitet hatten. Teheran machte dafür den israelischen Geheimdienst Mossad verantwortlich. Zwar fürchtet Israel die iranischen Cyberattacken, die Gefahr wird aber geringer eingeschätzt als die Bedrohung durch iranische Atomwaffen. Das Oberhaupt der Schas-Partei und einer der einflussreichsten Geistlichen Israels ist tot. Rabbi Ovadia Yosef ist im Alter von 93 Jahren in einem Jerusalemer Krankenhaus gestorben. Die Familie des elffachen Vaters nahm an seinem Sterbebett Abschied. Auch Staatspräsident Shimon Peres besuchte ihn noch wenige Stunden vor seinem Tod. Nach jüdischer Tradition wurde er noch am selben Tag beerdigt. 800.000 Menschen gaben dem Rabbi ihr letztes Geleit. Damit war es das größte Begräbnis in der Geschichte Israels. Benjamin Netanyahu nannte Yosef einen der wichtigsten Torahweisen unserer Generation. Sein Sohn Yitzhak Yosef wurde in diesem Jahr zu Israels neuem Oberrabbiner der sephardischen Juden gewählt. Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete Woche. Shalom.
Medizin kennt keine Grenzen. Nach diesem Motto handeln die Ärzte des Schneider Kinderhospitals in Petach Tikwa bei Tel Aviv. Seit vielen Jahren werden in dieser jüdischen Einrichtung schwerkranke Kinder aus den Palästinensergebieten behandelt. Viele Jungen und Mädchen aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland verdanken den Ärzten und Pflegekräften des Schneider Hospitals ihr Leben. Einer von ihnen ist Jakob, ein 10 Jahre alter Palästinenserjunge aus Hebron. Ihn hat die Niere eines tödlich verunglückten jüdischen Kindes gerettet. Das Leben des kleinen Jakob aus Hebron hat sich komplett verändert. Der 10-Jährige erhielt eine lang erhoffte Spenderniere und damit Hoffnung auf ein völlig neues Leben. Zuvor war er 7 Jahre lang auf Dialyse angewiesen. Der schicksalhafte Tod des 3-jährigen jüdischen Noam war für Jakob die Rettung. Seine Mutter Suhela kann ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen. Es ging alles ganz schnell. Ich bekam einen Anruf und mir wurde gesagt, dass es eine Spenderniere für meinen Sohn gibt. Wir fuhren sofort ins Krankenhaus. Am Anfang war ich sehr verwirrt. Ich wusste nicht, wer die Niere gespendet hat. Als ich dann erfuhr, dass die Niere von einem jüdischen Kind ist, das bei einem Unfall starb, war ich einfach nur dankbar. Egal von wem die Niere stammt. Das Wichtigste ist, dass mein Kind dadurch wieder gesund wird. Das Schönste für Jakob ist, dass er nun nicht mehr zur Dialyse muss. Er ist bis zur völligen Genesung im Schneider Kinderkrankenhaus in Petach Tikwa untergebracht, einer Stadt nahe Tel Aviv. Seine Mutter kann hier Tag und Nacht bei ihm sein. Jetzt geht es Jakob sehr gut. Vor der Operation war er immer sehr müde und außerdem auch sehr nervös. Vor allem nach den zahlreichen Dialysen fühlte er sich immer sehr, sehr schlecht. Kein Vergleich zu heute. Durch die Organspende geht es ihm viel besser und er ist sehr glücklich. Jakob ist das jüngste von insgesamt 6 Kindern in seiner Familie. Unter seinen Geschwistern gab es keine passenden Spender für ihn. Mutter Suhela ist voll Dankbarkeit für die israelische Familie, die ihrem Sohn das Leben gerettet hat. Schon vor 6 Jahren habe ich hier in Israel sehr gute Freunde gefunden. Ich möchte deshalb schon lange, dass der Frieden zwischen unseren Völkern herrscht. Ich hoffe und glaube, dass der Frieden bald kommen wird. Das Schneider Kinderkrankenhaus führt landesweit die meisten Organtransplantationen an Kindern durch. Seit ihrer Gründung hat die Kinderklinik hunderten Säuglingen, Kindern und Jugendlichen neue Organe eingesetzt. Herkunft und Religion spielen dabei keine Rolle. In unser Krankenhaus kommen Palästinenser und Juden. Beide erhalten hier eine gute Behandlung. Das Miteinander im Krankenhaus hilft unseren Patienten auf eine gewisse Weise, sich gemeinsam als Israelis zu fühlen. Normalerweise herrscht Hass und Abneigung zwischen den beiden Völkern. Aber hier im Krankenhaus merkt man davon nichts. Alle werden hier gleich behandelt, egal woher sie kommen. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Juden wird im Schneider-Hospital zur Nebensache. Kinder sind die Letzten, die für die Auseinandersetzung zwischen den Völkern etwas können. Deshalb hat das Schneider-Hospital um Direktor Josef Press eine Vision. Jedes Kind soll hier optimal versorgt werden. So wie der palästinensische Jakob, der vom jüdischen Noam eine Niere bekam. Die offene Haltung des Krankenhauses zieht weite Kreise. Viele Menschen kommen ins Schneider-Hospital, um ihre Dienste als freiwillige Helfer anzubieten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jedem hier, Araber und Juden, dieselbe Liebe, dieselbe menschliche Wärme und dieselbe Behandlung entgegengebracht wird. Da werden hier keine Unterschiede gemacht. Nur deshalb war es möglich, dass Jakob nun ein neues Leben beginnen kann. Das Schneider-Hospital leistete einmal mehr einen bewegenden Beitrag zum Frieden zwischen Juden und Palästinensern in Israel. Im Schneider-Hospital spielen Religion und Herkunft keine Rolle. Ein bemerkenswertes Zeichen der Hoffnung. Um Optimismus angesichts unvorstellbaren Leids geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Der Karikaturist Michel Kischka hat die Geschichte seiner Familie während des Holocausts nachgezeichnet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich als Comic. Ein Holocaust-Comic aus Israel. Was hat den bekannten Künstler dazu bewogen, sich auf dieses umstrittene Projekt einzulassen? Wir haben bei Michel Kischka nachgefragt.
Michel Kishka ist einer der erfolgreichsten Karikaturisten Israels. Der Holocaust als Comic, geht das? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Michel Kishka hat für sich entschieden, dass man das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte in ein Comic packen kann. Seine Zeichnungen haben es ihm erlaubt, ein Stück seiner eigenen Familiengeschichte zu verarbeiten. Als Sohn eines Holocaust-Überlebenden versuchte er so, seinem eigenen Schmerz ein Sprachrohr zu geben. Das Buch heißt Die zweite Generation, Dinge, die ich meinem Vater nie sagte. Das ist der Name des Buches und ich wusste, dass ich meinen Vater über das Buch Dinge erzählen werde, über die wir noch nie gesprochen haben. Zum Beispiel, dass sein Leiden auch ein Leiden für uns war. Das wusste er nie und konnte es sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass das Leben für uns hart war. Ich musste ihm die Wahrheit sagen und ich musste Sachen aufs Papier bringen über unser Familienleben, nicht nur für ihn, sondern für Tausende von Lesern. Bewusst hat Kishka auf Farbe verzichtet. Seine Karikaturen sind in schlichtem Schwarz-Weiß gehalten. Schon als Kind hat der heute berühmte Illustrator gespürt, dass in seiner Familie etwas nicht stimmt. Das schlimmste Kapitel der neueren jüdischen Geschichte hing als dunkle Wolke über dem Familienleben. Der Vater, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hatte, konnte über das Erlebte nicht reden. Es hat Jahre gedauert, bis er sich selbst befreien und darüber sprechen konnte. Es passierte vor 25 Jahren, als mein kleiner Bruder Selbstmord beging. Am Tag seiner Beerdigung hat mein Vater angefangen, darüber zu sprechen. Es war fast so, als ob das neue Drama, das über unsere Familie hereingebrochen ist, das alte Drama wieder aufgeweckt hat, das da unter einem großen Berg lag. Michel Kishka erzählt, dass ihm bei den ersten Zeichnungen die Hand zitterte. Zu Beginn des Projektes fühlte er sich, als ob er einen riesigen Berg erklimmen müsse, ohne sicher zu sein, dafür die richtige Ausrüstung zu haben. Dennoch sei die Entscheidung richtig gewesen. Vor der ersten Veröffentlichung durfte Kishkas Vater das Buch lesen. Anfangs war es hart für ihn, hat er mir später erzählt. Also, es war nicht einfach für ihn. Er fand die Tatsache nicht gut, dass ich unsere Familiengeschichte für die ganze Welt öffentlich gemacht habe. Er war der Ansicht, das sollte unter uns bleiben. Aber als ich das Buch schrieb, habe ich jedes einzelne Wort sorgfältig ausgewählt. Ich wusste ja, dass er es lesen würde, aber ich habe es nicht für ihn gemacht, ich habe es für mich gemacht. Beziehungsweise ich glaube, ich habe es für meine Generation gemacht. Und zwar für die zweite Generation. Für jene Generation, die im Schatten des Holocausts aufgewachsen ist. Kishka hat einen Ton gefunden, der viele Menschen anspricht. Es gibt viele Leser, die Post oder E-Mails schicken oder mich bei Facebook anschreiben, um mir zu sagen, dass sie das Buch lieben, dass es sie bewegt, aber auch, dass sie Spaß daran hatten. Und das ist wichtig für mich. Ich wollte kein schweres Buch machen, bei dem du dich schlecht fühlst, wenn du damit fertig bist. Es war für mich wichtig, optimistisch zu sein und diesen Teil des Lebens zu zeigen. Inzwischen ist der Comic auch auf Hebräisch erschienen. Michel Kishka selbst hat ihn übersetzt. Und nun haben wir noch einige faszinierende Bilder für Sie. Aufgenommen in der Jerusalemer Altstadt. Lichtprojektionen auf den Mauern lassen dort die Geschichte der heiligen Stadt Revue passieren. Unser Urteil? Unbedingt sehenswert. Die Geschichte Jerusalems in farbigen Bildern auf den Mauern der Altstadt. Dieses einmalige Erlebnis wird abends in der Nähe des Jaffa-Tores geboten. Der Davidsturm beherbergt ein Museum, das die Geschichte der heiligen Stadt dokumentiert. Bei Einbruch der Dunkelheit wird diese Geschichte bunt und lebendig. Es ist eine einzigartige Show, die sich auf den uralten Mauern abzeichnet, umrahmt von außergewöhnlicher Musik.
Für Touristen aus aller Welt eine faszinierende Erfahrung, das nächtliche Lichtspektakel am Davidsturm in Jerusalem. Nach so viel Bildern und Musik geht es nun um Bücher. Unser Kommentator Ludwig Schneider ist ein großer Freund des gedruckten Wortes. Heute spricht er über Bücher und dies natürlich wie immer an seinem Lieblingsplatz der Bibliothek. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Jerusalem, aus Zion. Der weise König Salomo sagt in Prediger Kapitel 12, Vers 12, ich lese: Lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Dass ich ein Bücherwurm bin, das sehen Sie hier. Hier in meiner Bibliothek, dann im Arbeitszimmer oder im Hauptbüro finden Sie überall alte Schriftrollen, hebräische Bibeln, Talmud-Folianten und aktuelle Sachbücher über Sachbücher. Hier zum Beispiel predige ich aus der 248 Jahre alten Fürstenbibel. Ich habe mich also nicht an Salomos Warnung gehalten. Daher ist mir die Miniatur von dem jüdischen Maler Rosenstein besonders lieb. Da zieht das jüdische Volk, das Volk des Buches mit der Bibel, durch das Gebirge der weltlichen Literatur. Das hebräische Wort für Buch heißt Sefer, in Griechisch Biblos. In biblischer Zeit nannte man jedes Schriftstück Buch. So war das, was Luther mit Bundesbuch übersetzt hat, nur eine Urkunde mit Paragraphen. Auch ein Kaufbrief wurde Buch genannt, siehe Jeremia Kapitel 32. So lassen sich Bücher bis 4500 Jahre zurückverfolgen. Im alten Ägypten wurden sie auf Papyrus geschrieben, bei den Israeliten auf Leder und Pergamentrollen. Schriftrollen heißen in Hebräisch Megillah, wie zum Beispiel diese Megillat Esther, das Buch Esther. In Jeremia 36 und Hesekiel Kapitel 2 ist von Schriftrollen die Rede. Eine Tora-Rolle kostete damals, zur Zeit Jesu, umgerechnet 4 Hektar, das heißt 40.000 Quadratmeter Land. Solche Schriftrollen wurden in Tonkrügen aufbewahrt. So hat man auch die Jesaja-Rolle in Qumran gefunden, die heute in Jerusalem im Schrein des Buches zu sehen ist. In der Synagoge von Nazareth reichte man Jesus solch eine Schriftrolle, eine Jesaja-Rolle. Und Jesus, lesen wir da, rollte sie auf und las Jesaja Kapitel 61 und Kapitel 58. Genauso wird auch heute noch in den Synagogen der Bibeltext aus Pergament-Schriftrollen gelesen. Pergament ist ein in Kalklösung präpariertes Tierfell, von dem das Haar abgeschabt wurde, das dann glatt gespannt wird, sodass man es mit Tinte beschreiben kann. Die Tinte besteht aus in Gallapfelsaft aufgelösten Ölruß. Tontäfelchen waren nur für Briefe oder Belege bestimmt. Und die 10 Gebote dagegen waren auf Steintafeln geschrieben. Während die Juden immer noch die Schriftrollen hatten, wurden christliche Texte ab dem 2. Jahrhundert nach Christus in Kodexe festgehalten. Das waren einzelne Pergamentseiten. Die ältesten uns erhaltenen Pergamentkodizen sind der Codex Sinaiticus und der Codex Vaticanus aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und der Talmud, der um 500 nach Christus kanonisiert wurde, war auch schon in Buchform und in Seiten angelegt.
Interessant ist, dass mit der Zerstreuung der Juden unter alle Völker sich auch ihre völkische und religiöse Einheit auflöste. Diese Auflösung aber wurde im 15. Jahrhundert gestoppt, und zwar durch die Erfindung der Buchdruckkunst. Denn nun wurden die Juden über alle Grenzen hinaus wieder als Volk des Buches vereint. Weil Juden nicht in christlichen Zunftberufen tätig sein durften, wurden sie Geldverleiher oder Händler. Und damit wurden sie auch international die erfolgreichsten Buchhändler. Und da die meisten Juden den Rabbinern hörig waren und auch noch zum Teil sind, kauften und verkauften sie nur Bücher, die die religiöse Kontrolle der Rabbiner bestanden hatten. Das galt früher auch für griechische und lateinische Bücher. Und wie sieht das heute im Zeitalter des Internets aus? In Israel hat doch jeder wenigstens ein Handy oder ein iPad. Lesen die Israelis deswegen keine Bücher mehr? Sind die Israelis deswegen kein Volk des Buches mehr? Obwohl Juden heute im Bereich des Internetwesens weltführend sind, siehe zum Beispiel Facebook-Gründer Mark Zuckerberg oder Google-Gründer Larry Page und Serge Brin sowie Microsoft-Chef Steve Ballmer, alles Juden. Und die Israelis schon von klein auf mit dem Handy aufwachsen, haben sie sich dabei nicht das Bücherlesen abgewöhnt. Das belegen folgende Zahlen, die Israels Nationalbibliothek veröffentlicht hat. Im Jahr 2004, als das Facebook geboren wurde, kamen in Israel 6.436 Buchneuerscheinungen heraus. Und im Jahr 2012 waren es schon 7.612 neue Buchtitel. Und das in einem Volk von nur 8 Millionen Einwohnern. Übrigens, 3 von 4 israelischen Kindern bekommen von ihren Eltern immer noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Auch ich habe 7 Bücher geschrieben. Natürlich sind die einzelnen Auflagen keine Super-Bestseller. Führend sind in Israel Bücher mit religiösen Themen. Dann Poesie, Kinderbücher, Zukunftsromane und natürlich Ratgeber. Viele Bücher kann man als Digitalbuch auf dem iPad lesen. Obwohl fast alles schon als Digitalbuch erhältlich ist, greifen die Israelis mehr denn je zum traditionellen Buch, weil für sie das Buch auf Papier immer noch einen emotionalen Wert hat. Die Heilige Schrift berichtet dazu vom Buch des Lebens. Das ist eine Liste mit den Namen der Gerechten, mit den Namen derer, die in Verfolgung nicht abgefallen sind. So wird am jüngsten Tag das Buch mit 7 Siegeln geöffnet. Wir sehen, es geht immer um Bücher. Egal, ob sie aus Pergament oder aus digitaler Technik sind. Wer weiß, vielleicht ist das Buch des Lebens ein Digitalbuch. Hauptsache, wir stehen alle im ewigen Buch des Lebens, Sie und ich. Damit verabschieden wir uns für heute aus Jerusalem. Schön, dass Sie uns zugesehen haben. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche. Shalom.
Lange erwartet, nun ist sie endlich da, die neue DVD von Ludwig Schneider, dem Gründer von Israel heute. Mit dem Titel Abfallgeschichten und 7 weitere biblische Kommentare rund um Israel. Außerdem auf der DVD das exklusive Bonusmaterial Barbara Schneider, meine Lebensgeschichte. Ebenfalls brandneu bei uns erhältlich die DVD Blickpunkt Israel 2013. Sehen Sie Höhepunkte aus unserem TV-Magazin. Das ideale Geschenk für alle Israel-Freunde. Bestellen Sie jetzt beide DVDs für jeweils nur 25 Euro unter www.israelbazar.com oder über die kostenlose Telefonhotline 00800 60 70 70 60.